Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir doch mal weitermachen. Bist du hier richtig? Hier, ja. Um dein Schiff aufzumöbeln? Bin ich. Klar, dieser Rosthaufen hier fällt ja ohne meine Arbeit nicht schon morgen auseinander. Na denn, modifizieren. Klingt nach Spaß. Mal sehen, was ich habe. Ich hoffe, ein paar mehr Waffen, die ich brauche. So, Schiffsbilder hinzufügen. Und zwar würde ich gerne jetzt nochmal gucken, ob wir uns nicht nochmal zwei Automatikgeschütze nochmal mehr schon mal dazu kaufen könnten. Müssten wir aber eigentlich. Eins auf jeden Fall, aber zwei wäre natürlich ganz cool. So, ich hätte gerne eins. Ne, Moment, das ist gar nicht das Richtige. Das ist doch gar nicht das Richtige. Das hier ist das Richtige. Dann machen wir auf die Außendeck-Dinger nochmal dran. Da können wir uns sogar noch eins hinzufügen. Ne? So. Das heißt, jetzt haben wir schon mal vier volle Geschütze. Könnte ich sogar noch mal was anderes nehmen, ne? Jetzt nehmen wir noch mal irgendwas, was wir selbst nehmen können. Teilchenkanone, Ares. Ist er eigentlich Vanguard? Macht 18. Alpha-Strahl. 41. Was nehmen wir dann hier? Raketenwerfer, Anti. 105. Ja, der macht da eigentlich auch ein bisschen mehr. Raketenwerfer. Er hat 164. Na gut, der 200. 90. Entweder nehme ich jetzt noch einen fetten Raketenwerfer mit rein. Schon mal. Oder nochmal eine kleine Waffe. Aber ich glaube, ich würde eher eine Waffe nehmen. Ich würde, glaube ich, eher eine Waffe nehmen. Sowas wie Alpha-Strahl. 41 und 41. So, machen wir mal da einen hin. Oh, einen können wir uns noch leisten. Ist aber jetzt Auto-Alpha-Strahl, ne? Ne, Auto-Alpha-Strahl verkehrt. Wollen ja nicht Auto-Alpha-Strahl haben. Ne, Alpha-Strahl. So. Denn noch einmal. Gehen wir noch hin, ja. Und noch einmal. Wobei, die ziehen wir uns mal hier hin. Bei dem nicht kann, weil hier noch das andere Ding ist. So, einmal kurz wegschieben hier. Ah, das dürfte doch so schon mal laufen. Das müssen wir natürlich noch zuweisen. Eine Waffenzuweisung. Alpha-Strahl. Müsste, ja, passen. Passt. Gut. Oh, haben wir schon wieder ordentlich Geld ausgegeben, aber ich habe wenigstens schon mal aufgerüstet, was Waffen angeht. Jetzt fehlt noch ein Raketensystem, da können wir dann hier nochmal zwei hinsetzen. Auf jeden Fall nochmal zwei, aber welche ich nehme, muss ich dann auch nochmal gucken. Schade, dass man die Geschütze nicht auch noch lackieren kann. Aber gut, das speichern wir so. Jetzt sollten wir uns auch wenigstens ein wenig wehren können. Ein klein wenig. Sind auch ein bisschen schwerer geworden.
Aber das passt schon. Das kriegen wir schon irgendwie runter. Der Rückstoß ist zu hart. Der Rückstoß ist zu hart. Na denn. Ja, wir wollten nach Bock gehen. Jetzt habe ich gerade überlegt, Nova kam eigentlich nur noch bei mir im Kopf an. So. So lässt es sich leben, oder? Hab mich schon gefragt, wann wir uns begegnen. Ich heiße Fergus. Fergus Wickham, aber nennt mich ruhig Bock. Willkommen im Last Nova, wo die Drinks nie aufs Haus gehen. Ich bin nicht hier, um zu reden. Ich will was trinken. Tja, dann bist du hier genau richtig. Da du das erste Mal hier bist, mache ich eine Ausnahme von der Regel und empfehle dir meinen Spezialmix aufs Haus. Eine Gratisflasche Boxgrog. Das klingt abscheulich. Immer her damit. So lob ich mir das. Ich hab dir deinen Mut gleich angesehen. Und wenn dir der Drink schmeckt, hast du Glück. Billiger geht's nicht und er ertränkt deine Sorgen garantiert. Angeblich bist du in letzter Zeit ziemlich mies drauf, Bock. Was gefällt... das gefällt keinem so recht. Ich bin jeden Tag von früh bis spät hier. Da kann es den Leuten doch eigentlich egal sein. Es ist ihnen auch, ist es ihnen auch. Ich glaube, das ist eine allgemeine Beschwerde. Tja, naja, da haben sie nicht ganz Unrecht. Ich denke an meine liebe alte Maddie. Meine einzige wahre Liebe. Hätte sie fast geheiratet. Doch ich verpasste meine Chance und verlor sie an meinen Kumpel. Pass auf. Willst du mir, altem Sack, einen Gefallen tun? Dann bring mir das, was mich am stärksten an Maddie erinnert. Ihren Ring. Sag mir, wo ich ihn finde, und der Ring gehört dir. Kein Problem. Ich habe Clay seit einiger Zeit wieder auf dem Radar. Daher wohl meine Stimmung. Ich schick dir die Infos. Für mich zählt nur der Ring. Alles andere ist egal. Jeder Captain hat für die Fleet Blut gelassen. So, dann wollen wir noch mal gucken. Blups. Halt. Armer Hinder. Scannen nicht möglich. Na gut, aber ich müsste eigentlich dahin reisen können, oder? Ja. Dann gehen wir mal einen Ring holen. Ich hoffe, ich werde heute angegriffen mit meinem Schiffchen. Elbing Babylon? Dies ist ein Privatschiff. Keine Kontakte erwünscht. Ich würde es ja gerne mal machen, aber ich glaube, das wäre nicht so cool. Handeln wir? Kein Interesse. Verschwinde. Handeln wir? Wir sind ein Schiff der Galbank. Kein Verkaufsautomat. Hau ab. Ich habe Schiss, dass das gleich ein bisschen negative Sympathie gibt. Deswegen machen wir es nochmal noch nicht. Hast du Schwein? Sonst hättest du mich einmal zugemacht und dann wäre gut gewesen. So, wir können hier aber mal ein bisschen mehr Energie schon mal reinpacken. Meine erstmal noch voll in den Antrieb. So. Und dann wollen wir hier einmal kurz landen. Ich glaube, ich müsste mal in der Verteidigung sogar nochmal die Geschütze absetzen, dass es dann mit der Feuertaste gleich geht. Aber momentan ist es eigentlich eher anvisieren. Aber gut, das machen wir dann nochmal nebenbei. Einfach nur Waffenzuweisung ändern. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Schon vergessen, Vasco. Wir laufen jetzt einfach mal ganz schnell da durch. Und müssen ja sowieso nochmal gucken.
Na, du landest mir viel zu weit weg, oder? Nee, doch nicht. Habe ich noch Amp? Ich habe noch Amp. Let's go. Können wir hier einmal nochmal kurz. Schwarzes Loch. Brauche ich die Unübersichtlichkeit da nicht anmachen? Haben mir wurde auch schon gesagt, warum, gefragt, warum ich die Übersicht nicht nutze mit Q, aber ich finde das mit den ganzen Buchstaben dann noch unübersichtlicher. Da finde ich mich auch gar nicht mehr zurecht. Da gucke ich mir dann lieber nochmal so immer übereinzelt an, bei den Fähigkeiten. So, können wir dich klauen? Ich brauche noch Schiffe. Fürs Achievement. Ob ich die Schiffe nachher jemals registrieren werde? Ich weiß es nicht. Erstmal kurz hinrennen hier. Gerade keiner hier. Das ist eine Vanguard, eine Longsword. Nee, dich wollen wir nicht klauen. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen. Schade, dass man das mit dem Scanner nicht sehen kann. Ah, jetzt, ja gut, doch, hätte ich sehen können. Aber der hier ist 300 Meter, das ist nun ein Gebäude. Und der da hinten ist jetzt 800 Meter. Na komm, dann gehen wir hier einmal kurz quer durch. Ich könnte eigentlich auch mal nach den Ressourcen gucken, ne? Fällt mir mal so früh auf. Sind ja nur zwei. Dann kriegen wir vielleicht nochmal Analysedaten zum Verkaufen. Um zu verkaufen wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Na, was haben wir hier? Mit euch los? Möglicher Feind entdeckt. Aktiviere Kampfprotokolle. Was für ein Feind? Entfernen Sie sich, sonst ist Ihre Sicherheit gefährdet. So einen hätte ich gerne auf meinem Schiff. Ich hoffe, das wird noch mit irgendeinem DLC hier eingeführt. Dass wir so einen mitnehmen können. Ihr sollt diese Roboter durchlöchern, bis jeder einzelne Schrauben blutet. Habt ihr das verstanden? Ja, Captain! Dann nichts wie los! Hallo? Verzeihung. Ach, ihr macht eine Übung. Los, Deckung! Halt! Na gut, dann nehme ich den da hinten. Konzentration! Okay. Haben die jetzt Schrauben geblutet? Die Kriegsbeute. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ja, hoffentlich. Der eine Bot wollte hier gar nicht von seinem Platz runter. So, aber jetzt können wir da hinten einmal durch. Und uns mal Boxring holen. Er müsste ja noch wirken. Also können wir hier noch quer durchs Weltall fliegen. Ich glaube noch höher und wir fliegen wirklich gleich wieder zurück ins Weltall. Zu den Sternen! Aber diesmal kommen wir ja gleich von der richtigen Seite. War ja noch gar nicht richtig geladen. Aber ich sehe schon meinen ersten Gegner. Lass mal halbwegs landen.
Setzen einmal kurz hier Eck. Egal wer war. Siehst Köpfchen. Aber nicht so gut. Aber klar, dass ich da nicht rankomme. Der war aber gut erwischt. Batz und der nächste weg. Ah, schade, ich dachte, er läuft noch ein Stück weiter vor. So, einmal kurz nachladen. Wenn du es amüsant findest, bei niedriger Schwerkraft herumzuhüpfen, das ist deine Chance. Ja, hab ich doch schon. Rate mal, was ich hier mache. Bei niedriger Schwerkraft hier durch die Gegend hüpfen. Na komm, wir können noch mal einmal kurz hier ein wenig schon mal looten. Da oben drauf müsste eigentlich auch noch einer sein. Hast du mich nicht mitgekriegt? Na, wenn man das nicht gehört hat, dann weiß ich auch nicht. So, kommt nochmal nachladen hier. Was zum... Hast du Schwein, dass ich einfach nur nervösen Abzugsfinger hab da. Gut, 25 haben wir schon mal. Wir wissen die Fracht sicher besser zu nutzen als Ekliptik. Ich sage, wir nehmen sie ihnen ab. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist nicht das Problem. So, nehmen wir gleich mal alles mit. Und dann machen wir hier die Abkürzung. Ja, haben sie noch nicht mal richtig mitgekriegt hier. Wirkliche Bedrohung. Muss fertig sein. Ne, mögliche Bedrohung. Kommst du mir ja fast entgegengelaufen hier. Na, wo bist du? Ich sehe die Minigun da hinten rumflitzen. Muss sich ja schließlich lohnen, was? Naja, das stimmt. Das muss sich lohnen. Sneaken wir aber erstmal rüber hier. Bist du denn? Ach, gucke mal an, wer sich da versteckt hatte. Ein verkrüppeltes Tanto? Nee. Ein verkrüppeltes Tanto brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, was haben wir hier? Pflaume. Hier müssten aber eigentlich noch welche drinne sein. Geht den Kopf nicht, oder? Also wird's nicht. Da ist irgendwas. Soldat am Boden! Geh suchen.
Wolltest du nicht suchen gehen? So. Der würde ich sagen. Was? Der Clay, der hatte nichts dabei. Schweinerei. Was haben wir denn hier? Nachricht für Bock, Beweis, den Ring und verkrüppelt, veredelt Bench. Kammerjägers und Verkrüpplung. Ja, Verkrüpplung. Ich weiß nicht, Verkrüpplung kommt jetzt noch nicht so cool. Was haben wir hier noch? Chameleon veredelt Trucker? Auch nicht so. Auch nicht so wirklich. Aber wir haben jetzt eigentlich für Bock. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Nö. Du wirst schon überladen? Wir sind schon ein bisschen überladen. Ein klein wenig. Waffen sind halt ein bisschen schwer. Ja, was schade, dass ich... Oh. Ziel erfasst. Dann mache ich dir noch mal ein paar Kopfschmerzen. Madame. Das soll ja nicht das Problem werden. So. Dann flitzen wir mal rüber. Überladenen Zustand, aber naja gut, es wird ja eher so. Wir fliegen einmal rüber. Da-da-da-da-da-da. Können wir schon mal nachladen? Dann haben wir wenigstens auch schon mal den Beweis für Bock. Also von Bock geklaut. Wir hatten ja am Anfang mal sogar bei der Medizintante eine Quest gekriegt. Vielleicht sollten wir das gleich auch nochmal überprüfen, ob ich die auch nur durch Anquatschen bekomme. Ich dachte immer, das ist genauso wie in New Atlantis. Du läufst einmal durch und guck mal, der braucht Hilfe. Helf ihm mal. Helfen. Los. Da müssen wir mal gucken. Ah, Schiff sieht schon cool aus. Vom Weiten. Den ersten Kampf damit will ich zwar noch nicht eingehen. Wie gesagt, mir fehlen noch die Raketen. Aber mal gucken. Ich hoffe mal, dass das mit dem Alpha-Strahl auch gut hinhaut. Aber ich denke mal. Jetzt waren die Alpha-Strahler eigentlich immer ganz gut. Ja komm, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Und ich hab's drauf geschafft. Ah, wird gleich jemand hinterher teleportiert. Schlimm. So. Dann gucken wir mal. Und zwar werde ich jetzt hier das einfach mal kurz ins Frachtmenü reinschmeißen. Inventar. Das hier kannst du haben. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das, 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 das. Und hier haben wir jetzt noch ein Tanto dazu gekriegt. Und ja gut, es ist halt schon eine veredelte, ne? Die Rapid Shot ist auch eine veredelte. Man könnte es jetzt halt nochmal ordentlich hochpumpen. Wir haben jetzt hier gesteigertes Angriffstempo. Hier könnte man ein klein wenig mehr draus machen. Aber nur ein klein wenig. Weil Kammerjäger, ja, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Gegen Bestien und so. Das wären dann nochmal 30% mehr Schaden. Ja, gut. Mal gucken, ob wir sie auswechseln. Aber ich lege sie trotzdem erstmal ab. So, wir haben noch Anzüge. Weg damit. Wir haben noch Rucksäcke. Weg damit. Wir haben noch Helme. Weg damit. Wir haben noch eine Kleidung. Ja gut. Einmal was Werfbares. Und wir haben noch hier... Stimmt, ich hatte noch die Ressourcen bei, die ich gekauft hatte, ne? Deswegen bin ich auch so schnell schon wieder überladen gewesen. Ja gut, das war mein Fehler. Ich habe vergessen, dass wir die noch haben. Ich hab vergessen, dass wir die noch haben. So, dann wollen wir aber jetzt erstmal auf den Schlüssel zurück. Und dann fragen wir gleich nochmal in der Krankenstation nach. Es waren ja nur so zwei kleine Nebenquests, die wir dort hatten.
So. Setzen hier schneller ran, als sie gucken können. Ne, ich wollte schon mein Geräusch vermissen hier. Gut, verkaufen brauchen wir nicht. Die haben jetzt noch nicht so viel. Oder dürften eigentlich noch gar nichts wieder haben. Von daher, mal gucken. So. Bocki, ich komm. Ah, wer kommt denn da? Und? Hast du was für mich? Ich habe deinen Ring. Clay wird ihn wohl in nächster Zeit nicht vermissen. Hoffentlich ist dieser Dreckskerl direkt zur Hölle gefahren. Hier sind deine Credits. Zeit für einen Drink? Dank dir kann ich den Rest meiner Tage in Frieden verbringen. Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst, aber Verräter entgehen uns nicht. Ja, sprich mit Sergeant Yumi. Nee, noch nicht. Wir könnten ja mal kurz gucken, was wir eigentlich so an kleinen Nebenquests haben. Die würde ich ja auch gerne mal hier so ein bisschen machen. Haben wir ja vorher nicht so gemacht. Aber wie gesagt, meine Befürchtung ist halt, wenn wir jetzt hier Piraterie und ähnliches machen. Außer du willst quer durch den Schlüssel gekielt werden. Dass wir dann wieder ein bisschen Begleiter-Dissympathie erreichen. Da wollen wir ja auch nicht. So, hier war Klinik. Du stehst noch. Kann nicht so schlimm sein. Du bist zum ersten Mal auf der Krankenstation, oder? Dann habe ich einen Tipp. Nicht so viele Kneipenschlägereien, okay? Ich will meine schwindenden Vorräte für Piraten aufheben, die von Beutezügen kommen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin praktisch kugelsicher. Das sagen sie alle, bis sie bei mir fast auf dem Boden verbluten. Ich sag dir was. Brauchst du Medipacks, Arzneien, etwas zur Vorsorge? Kriegst du bei mir. Jedenfalls, solange noch was da ist. Brauchst du Aufputschmittel, legal oder illegal? Hab ich auch. Ich werde daran denken, sollte ich mal was brauchen. Hoffentlich passiert das nicht so oft. Wenn du dann nichts mehr brauchst. Ich muss versuchen, ein paar Lieferschwierigkeiten zu lösen. Vielleicht kann ich dir bei deinen Vorräten helfen. Dieses Angebot überrascht mich jetzt. Wenn du wirklich helfen willst, ich suche eine Person, die in der Öffentlichkeit nicht auffällt. Eine Person, die einen Job erledigt und nicht gleich anfängt rumzuballern. Das ist genau mein Gebiet. Für die meisten ist das nichts. Ich habe gerne die Aiden in der Klinik höflich um ein paar Vorräte gebeten und mir wurde gesagt, dass die Preise gestiegen sind. Ich glaube, er ist wieder auf Aurora und knöpft mir deswegen mehr Geld ab. Und ich werde ganz sicher nicht seine Drogensucht mitfinanzieren. Du sollst dafür sorgen, dass er mir meine Waren liefert für den vereinbarten Preis, aber unauffällig. Du kriegst diese Vorräte und niemand wird verletzt. Wir werden sehen. Große Töne spucken kann man schnell. Okay, gut, denn... Sei vorsichtig. Irgendwann sind meine Vorräte auch alle. Ja... Gucken wir doch mal. Missionen. Denn einmal ärztliche Anordnung. Blups. Die hat man nur gekriegt, wenn man mit ihr geredet hat. Und ab zur Sternenstation. So. Klopf, klopf. Muss ich euch erst rufen? Ne, ich wollte gerade sagen. Scheinbar nicht. Zum Glück nicht. Perfekt angedockt. Das klingt gut.
Perfekt eingestiegen. Das klingt auch gut. Captain, freut mich. Ma'am, ich bin nur der Kurier. Ich weiß. Ich gebe nicht dir persönlich die Schuld. Also ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Du wirkst verloren. Ich soll hier dafür sorgen, dass eine bestimmte Lieferung auch stattfindet. Scheiße. Du bist bei der Fleet, oder? Ich wusste, sie schickt jemanden. Die Preise hier sind gestiegen. Auf das Doppelte, sogar das Dreifache. Sie sollte sich wirklich einen anderen Anbieter suchen. Einen anderen Anbieter? Ich dachte, du hättest überhöhte Preise verlangt, um dein Aurora zu finanzieren. Davon hat Semina dir erzählt? Ich kann sie verstehen, aber daran liegt es nicht. Ich wollte sie mit dem einzigen Mittel, das die Fleet kennt, dazu bringen, die Partnerschaft zu beenden. Kratz. Ich höre ständig, dass Begegnungen mit der Fleet ein schlimmes Ende nehmen. Das ist der Grund dafür. Ich habe keine Ahnung, wie sich alles entwickelt, aber ich werde wohl auf jeden Fall Leben auf dem Gewissen haben. Wenn du in einer moralischen Zwickmühle steckst, kann ich helfen. Obwohl, nie. Nimm mal hier. Saima will Leben retten. Nur ein herzloser Misskerl würde ihr das verwehren. Stimmt, ja. Sie ist die beste Chirurgin, die ich kenne. Ohne diesen Schwachsinn mit dem Kunstfehler wäre sie sicher extrem angesehen. Ich habe das Zeug im Vorratsraum gleich um die Ecke gelagert. Hier ist der Schlüssel. Pass auf, dass dich niemand sieht. Die Sache soll möglichst unbemerkt bleiben. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen... Wir müssen eh noch mal ein bisschen manipulieren. Damit wir das demnächst auch weiter alles ausbilden. Alles in Ordnung, Liebes. Wenn du überlegst, in die Medizin alles zu gehen, gut. Musst du dir echt hinsetzen. Nachfrage, aber wirklich. Richtig, alles okay. Richtig sicher. Ich bin schon seit einem ganzen Jahr hier. Die ersten Jahre sind die schwersten, ja. Alleine sich an alles zu gewöhnen, ist schon eine Leistung. Setz dich auch mal dazu. Aktivieren. Setz dich auch mal dahin. Wie oft ich erklären muss, dass Tech-Updates Priorität haben sollten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das jetzt anders am schnellsten durchsetzen kann, aber das Personal setzt sich mal immer woanders hin. du möchtest dich auch mal hinsetzen, bist müde. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal nicht recycelte Luft geatmet habe. Gut, hat sich der nächste hingesetzt. Ja, sind wir schon bei 13. Setz dich auch mal hin. Du möchtest dich nicht da hinsetzen, du möchtest dich dort hinsetzen. Ich gebe dir 50 Credits, wenn du die Wachen fragst, was da hinten los ist. Und ich möchte, dass du das nimmst. Nicht schon wieder. Das macht dieser Charakter nicht. Bist du etwa nicht neugierig? Es könnte er möchte was nicht stehlen. Sein. Oder was Grauenhaftes. Dr. Darvish hat alles unter Kontrolle und du weißt genau, dass wir nicht darüber Setz dich mal hin. Sollen. Hoffentlich komme ich endlich mal dran. Manipulieren fehlgeschlagen, um Gottes Willen. Okay, die kann ich schon nicht mehr manipulieren. Kann ich eigentlich auch dich manipulieren? Tatsache. Geh das mal untersuchen. Immer eine Runde schlafen. Oder was Grauenhaftes. Dr. David. Ich habe nur gesagt, dass ich mich mit Computern auskenne. Genau, wir bleiben besser nicht zu lange. Untersuch ihn mal. Und atme nicht zu tief ein. Das macht er auch nicht. Oh, oh, oh. Wie soll ich das denn bitte alles alleine schaffen? Da kann ich nicht hin. Er möchte auch nicht sich irgendwo hinsetzen. Jetzt folgen die mir hier die ganze Zeit. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja gut, bei der kranken Person ist es fehlgeschlagen. Aber ich müsste sowieso mal kurz gucken. Ah, jetzt manipulieren ein bisschen hochgezogen. Es ist ja eigentlich leicht hochzuziehen, ne?
Den nächsten kriegen wir ja dann ja nochmal geschenkt, wenn wir Ruijin machen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Über 20 Level und du kannst manipulieren, Ziel länger Befehle erteilen. Es ist eigentlich nur fürs Quatschen, finde ich es gut. So. Für Sneaky-Aufträge ist es nochmal manchmal ein bisschen praktisch, aber ansonsten, naja. Vergesse ich auch ehrlich gesagt, dass wir mal manipulieren drin haben. Hier war das nicht. Danke der Nachfrage, Rebecca. Das Jahr ging schnell vorbei. Hier drüben war das irgendwo. Das gehört jetzt also uns, ja? Ja, das gehört jetzt uns. Und jeder, der was anderes sagt, den hauen wir um. Ich warte seit einer gefühlten Ewigkeit. Na, ist doch gut, dass du eine gefühlte Ewigkeit wartest hier. So, jetzt gucken wir mal. Verkaufen aus. Wir könnten hier nochmal 2, 3 Waffen verkaufen. Und die Credits hier rausnehmen. Die kleinen 5000 hier. Und dann ab ins Cockpit. Einmal abdocken. Und wir sind... Und wir sind draußen, ja. Und dann einmal wieder zurück. Und das medizinische Material ohne viel Rumgeballer geholt. Jetzt dauert der Grafsprung natürlich ein bisschen länger. Wir haben ja jetzt Waffen. Aber ich müsste wirklich mal gucken, ob wir vielleicht nochmal einen besseren Reaktor oder einen besseren Grafantrieb kriegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Die sind ja noch nicht die Besten. Die sind ja noch nicht die Besten. Aber ich bin mal echt gespannt, ob wir nachher die ich denke, gehe mal davon aus, dass wir nachher die Vigilance zerstören müssen. Alles dicht, wir haben angedockt. Aber mal schauen. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Nein, Vasco, ich benötige nicht deine Hilfe. Wenn du Credits brauchst, sieh dir die Auftragsbörse. Ja, später. Wenn Gennady nicht diese Vorräte organisiert, sind wir am Ende. Zumindest bis Shinya für eine Lieferung sorgt. Sag mir, dass du die Vorräte von Gennady hast. Meine Medipacks sind so gut wie alle. Die Vorräte gehören dir? Es ist alles da. Unbeschädigt. Saubere Arbeit. Das sollten wir wohl öfter machen. Jedenfalls sorgst du für garantierten Nachschub. Ich muss bloß Gennadys Grenzen kennen. Ihm soll kein Leid geschehen. Ich kann sehr überzeugend sein. Bestimmt würde er weiterhin kooperieren. Das würde ihm bestimmt gefallen, oder? Also, ich leite deine Bezahlung in die Wege. Danke nochmal für die Hilfe. Ja, nicht für. So. Haben wir hier vielleicht auch noch irgendwie einen Beweis rumliegen gerade jetzt, weil wir die Quest gemacht haben? Wäre ja auch nochmal ein bisschen Kleingeld, ne? Ne, den kriegen wir erst später, wenn wir hier eigentlich attackieren. Naja, gut. Hast du eigentlich noch einen Auftrag für uns? Bist du bereit für ein paar Credits? Ja. Bis demnächst. Ne, du würdest mich auch nur an die Auftragsbörse verschicken. Wir können mal kurz reingucken. Was haben wir denn? Piraterie in Alpha Centauri System. Im Sol System. Aurora nach Titan. Und die Elos Zuflucht auf dem Planeten XXL. Mhm. Ziel des Überfalls ist eine Ladung optische Resonatoren. Gelagert in die Elos Zuflucht auf dem Planeten im System. Aurora, was haben wir hier? Wir haben Berichte empfangen, dass die UC Echo Hall mit einer Ladung Anti-Wien das Sol-System passieren wird.
Befreie das Schiff von seiner Fracht. Essa, Piraterie. Nee, komm. Ich weiß nicht, wie sie drauf reagiert. Ich will es mir jetzt nicht Brauchst wirklich verscherzen mit ihr. So, aber jetzt gucken wir nochmal. Mission. Wir haben ja noch... Zwei Missionen haben wir noch. Zwei. Sprich mit Trevor. Das wäre in Neon. Nee, Quatsch. Trevor. Stimmt. Ja, das Eisen. Das Eisen. Ja, die allererste Quest in Cydonia. Stimmt. Ah, Cydonia. Ich werde noch tagelang roten Staub in meiner Kleidung finden. Ja, dann müssen wir mal Gas geben. Die Handelsaufsicht schon wieder Geld haben dürfte? Vielleicht. Aber Trevor, stimmt. Ja, ja, ganz vergessen. Können wir uns hier eigentlich nochmal eine kleine Nebenquest wiederholen? Halt die Augen nach Terrormordaktivität offen. Hey Schätzchen, du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Tracker-Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Ich suche nach Kopfgeldaufträgen. Du willst also ein bisschen auf Kopfgeldjagd gehen, ja? Tja. Dann bist du im Broken Spear genau richtig. Die Tracker-Allianz schreibt da drüben an der Auftragsbörse Aufträge aus. Ist nicht zu übersehen. Mich juckt's zwar in den Fingern, selber wieder Flüchtige zu erledigen, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Also komm nicht heulend angerannt, wenn du's nicht gebacken kriegst, klar? Ich könnte dir bei einem Job helfen, wenn du zahlst. Gut, Kurzfassung. Ich bin hier nur stationiert, weil ich bei einem Auftrag die falsche Zielperson umgelegt habe. Die richtige ist entkommen. Das lässt mir keine Ruhe. Jetzt geht das Gerücht um, dass dieser Mistkerl auf dem Mars rumschleicht. Aber ich hatte bisher noch nicht das Glück, ihm über den Weg zu laufen. Ich glaube, dafür ist er zu clever. Ich weiß schon, wie ich ihn finden kann. Aber ich muss meinem Tracker-Kontakt beweisen, dass er hier ist. Da kommst du ins Spiel. Du musst nur einen Sensor platzieren. Bin dabei. Okay, also, du nimmst diesen Sensor hier und platzierst ihn ganz oben auf dem Turm vom alten Mars-Launchpad, wo er schöne, freie und unbehinderte Sicht hat. Du brauchst ein Boost-Pack, um da hochzukommen, sonst musst du klettern und das ist schwierig. So gering ist die Schwerkraft auf dem Mars dann auch wieder nicht. Das Ding verfolgt das Chip-Signal meiner Zielperson. Ich rufe meinen Partner, der erledigt ihn dann. Verschwinde und komm wieder, sobald du fertig bist. Und verschreck den Mistkerl nicht, klar? Klar? Gut. Gut, dann einmal kurz den Peilsender platzieren. Im Grunde kontrollieren die Miner die unteren Ebenen. Sollte nicht das Problem werden. Ah, schade, sie... Also Sarah hat da drauf reagiert gehabt. Sie reagiert da jetzt nicht so drauf. Also wie gesagt, einige NPCs reagieren auf einige Quests mehr. Klar, auf die Hauptquestchen so, ja. Jetzt müssen wir erstmal finden, welche sie nachher cool findet und welche nicht. Bin mal gespannt, wie es mit Yannick nachher aussieht. Also Sarah mochte ja Yannick zum Beispiel überhaupt nicht. Da bin ich ja mal gespannt. So, aber ich kann mir nochmal Amp nehmen. Und dann laufen wir mal kurz rüber da. Einmal schön. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein hier. War noch nicht mal die zweite Luft eigentlich. Wie gesagt, für Boost möchte ich auch noch mal ein paar Ringe eingeben. Ja, dafür müssen wir wirklich mal wieder ein bisschen leveln. Aber gut, wir sind ja erst beim dritten Neustart, also... Gerade wenn wir jetzt nochmal Freestyle machen, ich denke mal, da wird es locker ein Level geben. Na, müssen wir auch mal gucken, dass wir uns für Ron Hope entscheiden. Das missfällt mir so ein bisschen, aber hey...
Wir haben gesagt, wir sind heute Sinneswandel in diesem Universum. So. Setzen wir mal durch. Und hoch hier. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Wieder zurück. Ich hätte den Booster wenigstens ein bisschen aufladen lassen sollen. Ich wollte gerade sagen, du hast keinen Helm auf. Hä? Wie geht das bei der Ausrüstung? So, ah, kurz hier zwischen. Gut, der Amp wirkt nicht mehr. So, mal hier eine kleine Kletterpartie draus. Alle hab's. Jetzt einmal hier rauf. Da haben wir das auch fast geschafft hier. So. Und wir werden sogar hier oben nochmal mit einem Waffenkoffer belohnt. Wir kriegen Berserker-Schall gedämpft. Ach, ich kriege nur Berserker größteilig. Naja, aber wenigstens nochmal ein paar Schrotmumpeln. Berserker ist immer so ein bisschen ärgerlich. So, und hier sollen wir einmal den Peilsender draufsetzen. Und dann können wir uns einmal kurz zurückporten lassen. Weil ich habe ja eh nicht viel bei. Also jetzt die eine doppelläufige. Da wäre jetzt eigentlich auch nochmal interessant. So eine schöne doppelläufige mit Anstacheln wäre mega. Anstachelnd und dann BÄM. Das dürfte bestimmt schon ordentlich Bums machen. Die kann ja auch einen Schalldämpfer. An und für sich können ja hier viele Waffen einfach so einen Schalldämpfer draufkriegen. Und ich mir dann immer so sage, so, es ist einfach genial. Alle Schalldämpfen. Soll ja keiner mitkriegen, dass ich mit der Minigun durch die Gegend laufe. So, aber dann haben wir das schon mal fertig. Sei vorsichtig mit dem Sensor. Ich habe nur den einen. Ich habe den Ortungssensor ganz oben auf dem Turm platziert. Gut, ich empfange bereits Signale. Sobald er aufkreuzt, schnappen wir ihn uns. Hier ist dein Lohn. Sieh es als deinen Anteil an der Beute. Für die Hilfe. Okay, so, dann wollen wir mal zu Trevor. Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt, aber vorher könnten wir noch mal... Das machen wir hier. Lass dir Zeit. Hey, suchst du was Bestimmtes? Cool, das machen wir hier. Ich mag ihn. So, dann machen wir jetzt mal nur Verkauf, weil wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen Pleitegeier. Ja komm, du bist ja schallgedämpft, auch wenn du Reflexvisier drauf hast, aber trotzdem, ich werde dich verkaufen. Du bist auch nur eine normale. Ja, dann erst recht. Dann erst recht. So, verkaufen aus. Munition, nein. Anzüge haben wir hier noch. Die Clip, die können wir dir in die Hand drücken. Wir können dir die Rucksäcke in die Hand drücken. Das können wir dir in die Hand drücken. Das. Die eine Mine. Hilfe. Ne, nichts. Und wir haben noch Sonstiges. Jetzt können wir nochmal zwei Waffen wegkaufen. Und dann passt das. Oder drei. Ja komm, kriegst du die. Das darfst du behalten. Taschengeld. Komm gerne wieder. Gut, kommen wir auch. Weitere Meldungen. Trevor, mein Freund. Mining ist wichtig, aber man darf es auch nicht so ernst nehmen, sage ich meinen Freunden immer. Wir ziehen Steine aus dem Boden, wir bauen keine Raumschiffe. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Trevor, Mining-Direktor des Deimos-Projekts hier im hübschen unterirdischen Cydonia. Ich kann ein, zwei Minuten zum Plaudern opfern, solange du nicht nach einem Mining-Job fragen willst. Ich habe mal für Argos gearbeitet. Ich hatte auf Arbeit hier gehofft, aber da habe ich wohl Pech.
Argos, ja? Klar, kenne ich. Ist natürlich super, aber leider sind unsere Mining-Posten im Moment alle besetzt. Oder du hilfst mir bei einer anderen Sache. Inoffiziell. Das hängt ganz davon ab, worum es geht. Also, schieß los. Klasse! Und keine Angst, es ist nichts, wofür du Ärger kriegen könntest. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Ausrüstung nicht gerade die neueste ist, vorsichtig gesagt. Das Problem ist, neue Ausrüstung kriegen wir erst, wenn wir unsere Quote übererfüllen. Aber das geht nur mit neuer Ausrüstung. Klassische Zwickmühle. Aber ich habe einen Plan, wie man das Problem lösen kann. Sicher willst du erst sicher gehen, dass du mir vertrauen kannst. Wow, kannst du vielleicht Gedanken lesen oder so? Du machst das vermutlich nicht zum ersten Mal, was? Zuerst muss ein Externer uns helfen, unseren Ertrag zu steigern, damit wir die Quote übererfüllen. Den Rest erkläre ich dir, wenn du ein bisschen Erz ausgebuddelt hast. Eine Standardquote müsste reichen. Erst musst du zeigen, dass du den leichten Teil hinkriegst. Klingt leicht. Ich bin dabei. Wenn du genug hast, wirf es da drüben zur Verarbeitung in die Kiste und dann komm zu mir. So, na denn. Tun wir das mal. So, Quote übererfüllen. Sollte es Zweifel gegeben haben, wie wichtig Cydonia für die United Colonies und ihre Industrie ist, sind die wohl ausgeräumt. Ja, da drüben haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir dich noch mit. Hält hier auch Schweinduster drunter. Siehst du gar nichts. Will er den denn hier jetzt nicht haben? Magst du den nicht? Da waren schon mehr als genug, weil ich kriege ja immer zwei Eisen. Ich kann das nicht. Bitte! Hä? Erleide Schaden. Hä? Da musst du mir schon mehr bieten. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab doch nur Erz abgebaut. Ich werde dich töten. Ich. Katastrophale Schäden. Ich versuche. Ich bin hier raus. Nee, ihr habt mir nichts entgegenzuwerfen. Wenn ich mich nicht heile, dann. Ich hab keine Ahnung. Das überlebst du nicht. Warum ihr jetzt aggressiv wurdet. Aber ich muss jetzt gerade einfach nur Frust weglassen hier. Das schaffst du nicht. Mir ist. Warum? Ich helfe dir nicht. Ach so, jetzt bist du erst stinkig. Wir haben jetzt schon die Hälfte tot gemacht. Ab mit deiner Varunklinge. Ich bin getroffen. Da musst du mir schon mehr bieten. Mehr hast du nicht zu bieten? So. Alle Systeme.
Ich kann nicht und so. Ja, ja, ich merk schon. Was sollte das denn jetzt? Ich hab doch nur den Stein abgebohrt. Also das Eisen und mehr eigentlich nicht. Warst du schon mal auf Aquila? Das habe ich jetzt neu verstanden. Wenn der Sender funkt, ist mein Ziel so gut. Gut, gut, das skippen wir jetzt mal kurz ein bisschen. Das ist doch... Ich kapiere das jetzt gerade echt nicht. Also... Ich habe doch eine Steine abgebaut und plötzlich heißt es so... Oh, Angriff und... ja. Naja, gut. Weißt du, ich glaube, wir haben hier das beste Mining-Team aller Zeiten. Hier werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen skippen. Ich kann ein... Ja. Argos. Oder du hilfst mir bei... Ja. Klasse! Du hast vielleicht... Das Problem ist neu... Aber ich habe ein... Wow, kannst du vielleicht... Zuerst muss ein Externer... Den Rest erkläre ich dir, wenn... Erst musst du zeigen, dass du... Klar, wenn du genug hast, wirf es da drüben. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. Wie gesagt, so ohne Grund und so. Sollte vielleicht auch mal die Quest aktivieren. Sollte es Zweifel gegeben haben, wie wichtig Cydonia für die United Colonies und ihre Industrie ist, sind die wohl ausgeräumt. Oder liegt das vielleicht daran, dass ich Quest-Dinger nicht genommen habe? Weil, ja, ich bin da drüben rüber. Die sind aber arg hinter ihr Eisen her, dann, ne? Okay, das Erz, das du abgebaut hast, wird unsere Quote verbessern. Ich habe das Erz abgeliefert, so wie es von dir gewünscht. Perfekt. Der nächste Teil wird schwieriger. Unser Direktor der Mining Division, Peter Brennan, hat vor einem Monat seine letzte Assistenz gefeuert. Peter ist der Einzige, der die Bestellung neuer Ausrüstung genehmigen kann. Und ohne Assistenz ist er leider völlig nutzlos. Ich weiß, wie du todsicher an den Job kommst. Als seine Assistenz kannst du ihn dazu bringen, die Genehmigung zu unterschreiben. Du musst nicht so tun, als würde es klappen. Ich weiß, dass es das wird. Ich weiß nicht, wer von uns beiden zuversichtlicher ist. Du weißt offenbar, was du tust, also lass ich dich mal machen. Also, du flitzt schnell zum Deimos-Büro im Orbit, beantwortest ein paar alberne Fragen über Arschkriecherei, dann kriegst du den Job. Kinderspiel. Komm dann wieder her. Es muss doch noch andere geben, die so einen lächerlichen Job machen können. Ja, nee. So, einmal in Orbit, einmal nach Deimos. War ja eigentlich nur eine andere Komete ansteuern und dann war's das. So. Einmal zur Sternenwerft. Und andocken. Andocken abgeschlossen. Heben wir sofort ab oder erfordert vorher noch etwas anderes deine Aufmerksamkeit? Ja, wir müssen hier uns einmal kurz bewerben. So, dann wollen wir mal. Deimos Lieferantenaufträge. Chefassistent. Auf den Job bewerben. Wir haben 0 Jahre. Keinen Abschluss. Das ist eine Frage bei der... das ist eine Fangfrage. Bei der Arbeit gibt es ein Alkoholverbot. Den Kunden mit Witzen unterhalten, bis der Boss eintrifft. Den Boss deines alten ramponierten Schiffs anbieten. Dem Vorstand informieren, damit er sich der Sache annimmt. Sofort ins Büro gehen, um den Boss zu betreuen, bis er wieder nüchtern ist. Und Bewerbung einrichten. So, und fertig. Wo
So, jetzt können wir eigentlich schon wieder runter. Die UC sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn einer scheitert, scheitern beide. Ein Freudenfest. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.